Für Kinder in Not, Katze verkauft ihr Shopping-Queen-Kleid. Sie denkt auch an andere. Für Daniela Katzenberger, 31, geht ein mega erfolgreiches Jahr zu Ende. Ihr erstes Jahr als Mallorca-Auswanderin lief super und auch beruflich startete die Kultblondine mit zahlreichen Shows richtig durch. Trotzdem denkt die Katze nicht nur an ihr eigenes Glück. Daher engagiert sie sich immer wieder bei Caritas-Events. Jetzt versteigert sie ihr Gewinnerkleid von Promi Shopping Queen für bedürftige Kinder. Das schwarze, knielange Kleid mit Strassverzierungen brachte dem Reality-Star bei Promi den Sieg. Schon damals freute sich eine Hilfsorganisation über Danis Gewinnerprämie. Jetzt bewirkt das Kleid erneut Gutes, denn die TV-Beauty versteigert es auf Europas größter Charity-Auktionsplattform unitedcharity.de. Bisher sind für das schicke Teil 100 Euro geboten, die Versteigerung läuft aber auch noch 10 Tage. Da ist also noch Luft nach oben. Der Erlös geht dann an den Verein Ein Herz für Kinder. Es ist nicht das erste Mal, dass die Frau von Lukas Cortalis, 50, für den guten Zweck ihren Kleiderschrank öffnet. Letztes Jahr versteigerte sie für den RTL-Spendenmarathon ihr Swarovski-Brautkleid. Damals kamen unglaubliche 7000 Euro zusammen. Eine ganz andere Hilfsmission verfolgt die 30-Jährige gerade in ihrer neuen Fasions-Hodrei-Boxen, dann still auf RTL. Dort bringt sie mehr Glamour in die deutschen Kleiderschränke.